Mittwoch, der 15. Juni, und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von der Aktionärsbrief TV im Rahmen von Bernecker TV. Wir haben eine verkürzte Ausgabe, weil wir morgen hier in Nordrhein-Westfalen einen Feiertag haben. Deswegen machen wir heute nur eine ganz kurze Marktbesprechung. Danach vier Aktien für Sie im Schnelltest. Und dazu begrüßen darf ich von dem an zugeschaltet Herrn Volker Schulz. Hallo Volker, grüß dich. Hallo Michael. Volker, wir wollen kurz über den Markt sprechen. Die Lage, die ist ziemlich komplex im Moment. Also wir wollen nicht nur, wir müssen sogar über den Markt sprechen. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein und welche Strategie fahrt ihr jetzt im Aktionärsbrief? Genau, ich möchte kurz mal begründen, warum wir im Aktionärsbrief auch in beiden Portfolios noch etwa eine Cash-Position von 50% fahren, was der relativ hoch ist. Aber man muss auch sagen, dieses Cash-Management hat uns natürlich jetzt im laufenden Jahr vor größeren Verlusten bewahrt. Beide Portfolios liegen im Minus, ja. Aber das spekulative Portfolio liegt jetzt bei -7,5%. Das Around-Depot bei -2%. Also das sind verkraftbare Verluste, Buchverluste, muss man dazu sagen. Und wir sitzen auf 50% Cash. Warum baue ich diese Liquidität im Moment nur ganz langsam ab? Ich hatte das vor zwei Wochen im Webinar auch schon erläutert, denn das Umfeld, das ist extrem komplex. Warum ist das so? Zum einen haben wir die Notenbanken. Die Notenbanken drücken das Bremspedal noch weiter durch, als wir das vor zwei Wochen eigentlich sogar angenommen haben. Das gilt für die EZB, das gilt auch für die FED. Die FED wird nach Aufzeichnung dieser Sendung vermutlich den Zins sogar um 75 Basispunkte anheben. Das hatte vor zwei Wochen so noch niemand auf dem Schirm. Grund natürlich klar, die Inflation eskaliert weiter. In der Folge sind die Marktzinsen natürlich auch signifikant gestiegen am Bondmarkt. Das haben wir gesehen, nicht nur in den USA, vor allem auch in Europa, in der Peripherie. Da kam es richtig zu Bondmarkt-Crash. Das heißt, die Zinsen sind massiv gestiegen und die Anleihenkurse sind eben kollabiert. Und die EZB arbeitet wohl schon daran, dass sie irgendwie ein Programm aufstellen, womit sie zumindest die Peripherie-Bonds in irgendeiner Form schützen können. Was wir auch sehen, ist eine sinkende Geldmenge M2 in den USA. Und das ist immer schlecht, denn eine sinkende Geldmenge korreliert in der Regel immer negativ mit dem Aktienmarkt. Und solange wir diese sinkende Geldmenge haben, wird es auch schwer, dass der Aktienmarkt, also der S&P 500, nachdem sich ja alle anderen Indizes im Prinzip richten, auch nachhaltig wieder dreht. Das Problem dazu ist, wir sehen die monetäre Vollbremsung, während aktuell die Frühindikatoren weiter abschmieren. Wir hatten jetzt den Consumer Confidence aus den USA, der ein neues Rekordtief erreicht hat. Also Vollbremsung und gleichzeitig straffere Geldpolitik, das ist nun mal für den Markt ein Problem. Und das wird uns über das gesamte Jahr sicherlich auch noch begleiten. Dazu kommt, und das ist auch ein wichtiges Faktum, die Gewinnschätzungen im S&P 500, die beginnen nach unten zu drehen und liegen wohl deutlich zu hoch. Ich taxiere, dass der Konsens ca. 10% zu hoch liegt. Das heißt, das KGV, das 12-Monats-Forward-KGV für den S&P 500, auch das hatte ich in dem Webinar vor zwei Wochen nochmal eingehend erläutert, das dürfte schlicht zu hoch liegen. Wir haben aktuell ein KGV von um die 16 beim aktuellen S&P 500. Ich vermute aber eher, dass das aktuelle KGV so um die 17,5 liegen wird. Und das ist in diesem Zinsumfeld, was wir im Moment haben, mit diesen explodierenden Renditen, ist ein KGV von 17,5 eben nicht super billig. Dann haben wir drittens weiterhin die Probleme der Lockdowns. In China sind jetzt noch mal ein paar neue dazugekommen. Auf der anderen Seite wurde aber auch etwas geöffnet. Das würde ich im Moment so ein bisschen als neutral betrachten. Und dann haben wir viertens natürlich noch die Geopolitik, wo wir weiterhin keine Entspannung sehen und wo wir auch weiterhin immer Gefahr laufen, dass Russland zum Beispiel irgendwann den Gashahn nach Deutschland zudrehen könnte. Also auch das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Also muss ich mich fragen, können wir in so einem Umfeld eine Bewertungsexpansion, also eine KGV-Expansion nach oben bekommen? Und da sage ich klar nein. Das ist eine Expansion, könnte man über steigende Gewinne bekommen, aber auch das ist im Moment eben schwierig. Und dennoch ist die aktuelle Situation für uns sehr, sehr spannend, wie ich das gerade schon sagte. Wir sitzen auf 50% Cash. Davon habe ich noch zwei Squeeze-Out-Kandidaten im Depot, das ist wie Festgeld. Also im Grunde genommen ist unsere Cash-Quote sogar noch etwas höher. Und auf der anderen Seite haben wir eben jetzt viele Titel, die eben nach unten bereits komplett
überzogen haben. Wir sehen das sowohl in den USA als auch in Europa bzw. Deutschland, dass dort die Insiderkäufe im Moment massiv anziehen. Und deshalb setze ich bei solchen Absturztiteln, auch das habe ich im Webinar gesagt, erste Nadelstiche. Wir haben jetzt zuletzt eine SAF Holland gekauft, wo es Insiderkäufe gab, wo es eine interessante Übernahme gibt. Wir haben eine Siltronic gekauft, wo der CEO auch zugeschlagen hat, oder eine Knaus Tabbert, den Wohnmobilehersteller, der nach seinem IPO bis heute aufgrund von Lieferketten massiv unter Druck gekommen ist und wo auch hier der CEO jetzt im größeren Stil eingekauft hat. Und hier setze ich eben diese Nadelstiche, ich nenne das Rosinen picken. Das heißt, ich muss nicht unbedingt die Tiefs hier schon treffen, dessen bin ich mir bewusst, dessen sind sich sicherlich auch die Insider bewusst, aber ich weiß, dass ich hier auf Bewertungsniveaus kaufe, die sich in den nächsten 2 bis 3 Jahren auszahlen werden. Volker, du hast während deiner Ausführung gerade zweimal dein Webinar von vor 2 Wochen erwähnt. Da möchte ich einen kurzen Hinweis platzieren. Und zwar haben wir da eine Auskopplung auf YouTube gestellt in unserem Kanal Bernecker TV. Also wenn Sie da mal reinschauen möchten, sehr, sehr gerne. Wir kommen jetzt direkt zum Schnelltest anschließend. Und da haben wir 4 Aktien insgesamt für Sie vorbereitet. 2 Aktien sind Vorschläge von Ihnen, 2 Aktien kommen aus unseren Reihen. Und wir beginnen direkt mit der ersten, die kommt von uns, Alphabet. Und warum gehört Alphabet für dich auf die Watchlist, Volker? Genau, ich würde sie ganz oben auf die Einkaufsliste schon mal zumindest drauf schreiben. Alle Hauptsegmente des Unternehmens, die verzeichnen ein hervorragendes Wachstum. Wir haben das bei den letzten Quartalszahlen gesehen, dass die gesamte Wachstumsrate bei den Umsätzen, die lag bei 23% im Jahresvergleich. Google Cloud selber wuchs sogar um 45%. Wir haben inzwischen ein KGV von 19. Wir haben ein Price Earning-Growth-Verhältnis von nur noch 0,4, was sehr, sehr günstig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die haben letztes Jahr 69 Milliarden Dollar freien Cashflow generiert. Ja, das heißt, wir laufen bei Alphabet auf eine Free-Cashflow-Rendite inzwischen von 5% hinaus. Und das sind Zahlen, die so für dieses Unternehmen in diesen Bewertungsrelationen noch nie gegeben hat. Und ich möchte noch 2 andere Aspekte an die Hand geben, die sehr wichtig sind. Was wir im Moment bei Alphabet, aber auch bei Meta Platform sehen, ist, dass die Nachfrage nach Werbung massiv anzieht. Man liest es so nirgendwo, aber ich habe mit einigen Unternehmen gesprochen, die über Google und auch über die Meta-Plattformen werben. Und hier wurde ganz klar gesagt, dass die Werbepreise anziehen. Teilweise um 30-50% sind die Klickpreise angezogen. Ich erwarte, dass wir in den nächsten Zahlen durchaus sehr starke Aspekte sehen werden, auch hinsichtlich der Marge und des Wachstums. Und zweitens, diese Geschäftsmodelle, die Alphabet, aber auch Meta-Plattforms fahren, das sind sehr skalierbare Geschäftsmodelle. Das heißt, die Lieferkettenproblematik ist diesen Unternehmen im Grunde genommen egal. Kosteninflation ist bis auf das Personal bei solchen Unternehmen vernachlässigbar. Markttechnisch sieht Alphabet sicherlich angeschlagen aus, überhaupt keine Frage, kann auch auf 1.600 Dollar fallen. Aber dann weiß ich, da auf solchen Niveaus kaufe ich natürlich ein erstklassiges Unternehmen und das zu einem erstklassigen Preis. Und dann zählt eigentlich danach nur noch etwas Geduld, um dann die Rosinen am Ende zu ernten. Die nächsten beiden Werte sind Vorschläge aus Ihren Reihen, meine verehrten Damen und Herren. Der erste ist Starbucks. Da gibt es Licht und Schatten, Volker. Ja, genau. Starbucks ist in die Best gelaufen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt Licht und Schatten. Zum einen, klar, ist es der Gesamtmarkt, der Starbucks mit nach unten gezogen hat. Dann sind es natürlich die steigenden Zinsen. Es sind die China-Lockdowns, die wir gesehen haben. Es ist die Kosteninflation. Was wir auch bei Starbucks im Moment sehen, ist gewerkschaftlicher Druck. Immer mehr Filialen schließen sich gewerkschaftlichen Organisationen an. Wir haben einen CEO, Howard Schultz, der nur als Interim-CEO zurückgekehrt ist. Sie sind auf der Suche nach einem neuen CEO, der von außen kommt. Aber vielleicht auch positiv, Howard Schultz hat Insiderkäufe getätigt für 10 Millionen Dollar auf dem Niveau um 72 Dollar, also auf dem aktuellen Kursniveau. China ist bei Starbucks sicherlich so ein bisschen die große Unbekannte. Howard Schultz sagt ja, China ist im Grunde genommen der zukünftige Wachstumstrigger für Starbucks. Ich bin mir da nicht so sicher, was
das Verhältnis der Amis zu den Chinesen betrifft, ob sich das nicht weiter abkühlt und ob die Chinesen nicht ihren Trend fortsetzen und sagen, hey, westliche Marken, die meiden wir lieber. Darüber hinaus muss man sagen, EBITDA-Margen der Starbucks-Restaurants, die sind glänzend, die gehören zu den besten in der Branche, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. In den letzten 5 Jahren hat man auch geliefert, man hat den Umsatz von 22 auf 31 Milliarden Dollar ausgebaut, man hat den Nettogewinn von 2,9 auf 4,4 Milliarden Dollar hochgefahren. Das sind keine bereinigten Zahlen oder EBITDA-Zahlen, das sind also echte Gewinnzahlen. Wir haben inzwischen auf dem aktuellen Niveau eine freie Cashflow-Rendite von rund 5,2%. McDonald's, sie schaffen nur 4,1% in dieser Kennzahl. Also Starbucks im Vergleich zu McDonald's dahingehend auch sicherlich noch günstiger bewertet. Also ich würde eher sagen, für Starbucks auf dem aktuellen Niveau nach dieser scharfen Korrektur mehr Daumen hoch als Daumen runter. Und dann haben wir den zweiten Zuschauervorschlag, das ist Adidas. Da hat sich der Kurs fast halbiert. Ja, irgendwann muss es dann auch mal gut sein, würde ich sagen. Adidas leidet wie alle anderen Unternehmen derzeit auch, gerade auch aus dem Sektor, unter der Kosteninflation, unter den Lieferkettenproblemen, unter den China-Lockdowns. China ist ja ein sehr wichtiger Markt für Adidas. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Probleme sind endlich, wobei ich schon glaube, wie bei Starbucks auch, dass das China-Geschäft in Zukunft sicherlich schwerer wird und Adidas deshalb auch flacher wachsen wird. Aber man wächst. Und wenn wir uns das mal anschauen, man hat für 2022 jetzt die Prognose in der Marge gekürzt von 10,5 bis 11% auf 9,4%. Klar, man hat einen deutlich geringeren Anteil am grundsätzlich sehr profitablen China-Geschäft. Aber obwohl dieses China-Geschäft im Moment deutlich schrumpft und im zweiten Quartal rechnet man etwa mit 40% Schrumpfung in China, wächst Adidas unter dem Strich und man wird in diesem Jahr etwa die 2019er Umsatzmarke fast schon wieder erreichen. Im Gegensatz zu früher haben wir heute ein KGV von 18 für das laufende Jahr. Wir hatten früher KGVs von 25, 26, 27. Wir haben inzwischen eine freie Cashflow-Rendite von 6,5%, was auch recht stark ist. Und 2023 gehe ich schon davon aus, dass sich die Situation entspannt, dass Adidas dann nochmal einen Gewinnsprung auch hinlegen kann. Und dann reden wir hier von KGV um die 15 und das ist verglichen mit den historischen KGVs bei Adidas wirklich sehr, sehr niedrig. Also da ist sehr, sehr viel eingepreist und die Bewertung empfinde ich inzwischen als sehr attraktiv. Und der letzte Wert von heute, da gibt es dunkle Wolken am Immobiliensektor. Wir sprechen von Defama. Von Defama habe ich mich sehr schweren Herzens in den letzten Wochen getrennt. Ich hatte sie in mehreren Schritten abgebaut, habe sie dann diese Woche komplett verkauft. Wir haben etwa 55-60% Performance mitgenommen. Wir hatten sie ja 2019 gekauft. Grundsätzlich ist Defama eines der, das ist überhaupt keine Frage, eines der besten geführten Immobilienunternehmen auf dem deutschen Kurszettel. Das Problem ist das Sentiment im Sektor insgesamt. Es ist einfach so, dass sich Defama dem Trend an den Immobilienmärkten auch nicht entziehen kann. Und dieser Trend, der läuft mindestens, würde ich sagen, in eine mittlere Katastrophe hinaus. Wenn wir uns anschauen, wie die Relation von aktuellen Mietrenditen zu den aktuellen Finanzierungszinsen stehen. Die Deutsche Bundesbank, das kann man dort nachschauen, die hat mal geschaut, wie hoch die Mietrenditen in den 127 größten deutschen Städten liegen und die liegen bei durchschnittlich etwa 3,4%. Aber der Finanzierungszins auf 10 Jahre, der erreicht ja inzwischen schon 3%, das mit steigender Tendenz und das wird natürlich auf Dauer nicht tragbar sein. Bei den Gewerbeimmobilien gilt übrigens das Gleiche. Ich hatte da jetzt auch eine Grafik im Aktionärsbrief auf Seite 1 gebracht, was das Thema betrifft. Also die Ausweitung der Geschäfte in Zukunft wird sicherlich ein großes Problem. Das heißt, die Wachstumsperspektiven dieser Unternehmen, die sind erstmal total gedeckelt. Also ich denke, am Immobilienmarkt braut sich was zusammen. Defama selbst ist davon im Grunde genommen gar nicht so sehr betroffen, denn Defama fährt ja in seinem Sektor der Fachmarktzentren Mietrenditen ein, die um die 7 oder 8% liegen. Und da ist ein Zinsanstieg von 2 oder 2,5 Prozentpunkten sicherlich verkraftbar für dieses Unternehmen. Aber wie gesagt, das Sentiment im Sektor ist schlecht. Wir müssen uns nur mal die Charts von der Deutschen Wohnen angucken, von der
einer Hypoport, von einer TAG-Immobilien. Und die sehen wirklich sehr gruselig aus und die eskomptieren etwas, was wir in den nächsten Monaten sehen werden an den Immobilienmärkten. Also höchste Vorsicht in dem Sektor. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Volker, vielen Dank trotz deiner knappen Zeit für die Vorbereitung der Sendung. Ich darf mich von Ihnen, verehrte Zuschauer, ganz herzlich verabschieden. Ich wünsche Ihnen bei den kommenden Temperaturen nicht nur an der Börse einen kühlen Kopf und ein gutes Händchen und verabschiede mich, Ihr Michael Lüsken, Volker Schulz und Walter Thyssen. Vielen Dank.